Ja, liebe Gemba, jetzt haben wir die Übergabe gemacht mit dem Kunden. Hier ist der ganze Mist, was wir ausgebaut haben. Wir haben es gezeigt, ich will gar nicht mehr da reingehen. Ne? Super Wechselrichter und ach, der Kunde sagt, weißt du was, Flo, ich stelle hier alles davor und fahre weg, den Rest kannst du wegräumen. Ach nein, kein Problem, wir haben eine große Mülltonne. Jetzt haben wir hier das Konzept ein bisschen geändert bei dem Kunden. Wir haben hier hinter, wenn du mal reinfilmst, da haben wir jetzt 3x 188 Ampere Batterien reingebaut. Ne? Schön sauber, vernünftig. Wir haben hier die Kombi hin, die Sicherung sauber hin, nicht dazwischen. So kann der Kunde hier noch was vormachen, gar kein Problem. Die Batterien sind geschützt, vernünftig abgesichert. Ja, sonst kannst du das gar nicht machen. Ne? Wir haben wirklich versucht, das Beste rauszumachen hier aus dem Fahrzeug. Ne? Wir haben auch die hier unten in der Verteilung, haben wir, wenn du hier filmst, hier haben wir die Solarregler eingebaut, schön. Wir haben die ganze Verteilung unten neu verdrahtet. Wir haben da ja, andere neue Sicherungsautomaten, zweipolige zulässige Automaten, alles reingemacht. Die Kabel teilweise getauscht, teilweise noch nicht. Da zieht der Kunde jetzt selber, fängt jetzt an. Wir haben das dokumentiert, abgesprochen. Der Kunde fängt jetzt hier an, selber zerlegen, Kabel ziehen und kommt dann wieder. Dann klemmen wir alles um. Das ist eine Fleißarbeit, die ganzen Kabel ziehen. Das ist schon wirklich ja, eine Hausnummer. Ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal aufs Dach von der Leistung her. Also da passiert schon was. Jetzt haben wir hier 6x 130 Watt Sunpower-Module drauf. Die feuern natürlich unheimlich nah. Ne? Da brauchen wir gar nicht reden. Ne? Wir haben die ganzen Löcher hier zugemacht, auf dem Dach gespachtelt, geschliffen, lackiert. Die ganze Geschichte, die große Klima ist drauf, Maxfan ist drauf. Schön die Platten hier drauf. Also hier passiert richtig was. Die Jungs da hinten, guck mal, die sind mit zwei Leuten Kühlschränke am Einlagern. Der Stefan und Lukas, wir wissen gar nicht wohin mit den ganzen Kühlschränken. Oh, naja, besser haben wie brauchen halt, ist halt mein Motto. Ne? Sonst müssen wir halt noch eine Halle bauen oder wie auch immer. Wer weiß, wir haben ja bald Sommerferien oder Sommerurlaub. Und wenn wir dann zusammen mit der Familie unterwegs sind im Urlaub, da haben wir immer so gute Ideen. Wer weiß, was dieses Jahr bei der guten Idee bei rauskommt. Wer weiß, wir haben immer Ideen. So, guck mal jetzt hier. Wir haben 18,6, 18,9, 19 Ampere. So, wir haben jetzt um 10 Uhr morgens, ne? 19,3, ja, fast 40 Ampere Solar. Da hat er vorher von geträumt, dann hat er nicht mal mit seinen super vier Platten geht. Guck mal, jetzt haben wir sogar schon 20, etwas über 20, guck mal, da abgeht, ne? Also da geht schon richtig, richtig 40 Ampere Solar. Wir haben mit Föhner, ein Auto ist natürlich voll. Guck mal, morgens um 10 Uhr 40 Ampere Solar. Das ist schon Kasala, ne? Das ist schon Kasala. Wenn du das überlegst. Wahnsinn. Ja, das war's. Das Auto haben wir mal wieder angepasst, saniert. So, guck mal, hier haben wir jetzt in dem Hobby, bauen wir jetzt quasi 2x 65 Liter den Kühlschrank hier ein. Da sind die Jungs jetzt bei. Da haben wir den Gasbackofen rausgeschmissen, den Superabsorberkühlschrank rausgeschmissen. Jetzt wird der quasi hier aufgerüstet. Die Jungs haben schon die Blenden gesetzt. Ist jetzt alles raus. Das ist noch eine ganz schöne Arbeit hier. Ne? Die haben die ersten Verblendungsbretter hier gesetzt. Hier kommen jetzt die zwei Kühlschränke rein. Da hast du 130 Liter zur Verfügung. Und dann kommt hier eine Mikrowelle rein. Da müssen aber die Kabel für geändert werden und und. Ich wollte euch das jetzt nur mal zeigen, wo wir noch quasi hier im Rohbau sind und die Jungs dran sind. Wir zeigen das nachher, wenn das schön fertig ist im Ende. Aber ich wollte euch mal zeigen, schon ein bisschen Arbeit hier, das Anpassen. Und ja, da wird eine richtig geile Front nachher schön hier, ne? In dem Fahrzeug. Ne? Die sagen auch, hör mal, dem Absorberkühlschrank ist einfach ja, für den Arsch. Ne? Und ja, die kriegen jetzt beide Kühlschränke rein, der Dirk und die Leon sind die am Vorbereiten. Und ich zeige euch das nochmal, oder einer von uns zeigt euch das nochmal, wenn die quasi fertig sind, wenn die finished sind. So, Mahlzeit, liebe Camper, der Hobby ist fertig. Guck mal, wie toll das ist. Das ist ein richtig tolles Bild. Die zwei Kühlschränke, die Inverter, Kombigerät hier oben drin, Heißluftgrill, Mikrowelle und Autokoch und was weiß ich. Schönes Lüftungsgitter, dass die Luft oben weg kann. Ja, jetzt haben wir hier ein Kühlschrank in Betrieb genommen. Wir haben jetzt hier unsere Thermometer drin, damit wir die... Mann, der liegt ja am Bett, ich wollte gerade sagen, warum passt der nicht hier? Die Thermometer drin, damit wir die Kühlschränke ab, wir gleichen die immer ab, ne? Jetzt hier 5,6 Grad, kann man das erkennen, wir beschlagen hier. So, 5,6, 5,7. Oh, 6 Grad, sagt der Kühlschrank. Hier unten auch, ne? Muss man immer angleichen. 5 Grad,
haben wir hier drin. Den habe ich hier immer hingehangen. Ja, 5,7. Ne? Also man muss die einmal einstellen, dass die abgeglichen sind. Die sind ab Berg abgeglichen, aber so ist natürlich noch etwas besser. Du kannst es noch perfekter abgleichen. Ja, ich finde, es gibt ein richtig tolles Gesamtbild. Ne? Ich bin auch schon froh, dass wir die Gütschränke haben. Wir sind heute hinten in der Halle. Vielleicht zeigen wir es nachher nochmal oder in einem anderen Film. Ein Fittifrigo Slim Kühlschrank 150 am Einbauen. Der ist eingebaut, der ist fertig eingebaut. Jetzt läuft der scheiß Kühlschrank nicht. Wirklich. Der ist zum Kühlmelken. Echt. Der Kühlschrank läuft einfach nicht. Jetzt müssen wir hingehen. Jetzt haben wir, bauen wir wieder aus, holen aus dem Lager einen anderen. Den haben wir vorher jetzt testen laufen lassen. Und bauen einen neuen an. Aber ja, wenn ich dann manche kleine Händler oder was sehe, die extra dafür bestellen, die haben das Problem. Die können nicht einfach wie ich zum Lager gehen und einen aus dem Regal nehmen und einen neuen einbauen. Ja, ich weiß nicht, was der macht. Ob er den alten wieder einbaut oder den Kunden einen kaputten Kühlschrank vom Hof schickt oder wie die das machen. Ja, wir müssen jetzt umbauen. Wir können ja sofort mal eben kurz gucken gehen. Ja, die müssen umbauen. Und ja, weiß ich nicht. Alten wieder rein und Kunde später wieder kommen. Das ist natürlich jetzt ein Riesenaufwand. Also vermutlich, Kältemittel, alles ist gut, das wird schon überprüft. Aber vermutlich ist da einfach irgendwie die Leitung zu oder was. Ein flammenneuer Kühlschrank, haben wir morgen ausgepackt, läuft nicht. Keine Chance, haben wir einen daneben stehen draußen, der schon, der läuft, den müssen wir jetzt einbauen. Heißt, alles wieder raus, neuen Kühlschrank rein. Ist aber zum, ja, echt scheiße. Das macht aber keinen Spaß. Darum sind unseren hier schon ganz gut gefahren. Wir testen ihn vorher alle, wir gleichen ihn im Auto an. Kann der Kunde am nächsten Tag fahren, haben wir die eingestellt, dann sind wir safe und alles ist gut. Und wie gesagt, Gesamtbild finde ich gigantisch hier. Ne? Schön die Panasonic hier drin. Wunderbar. Hier an der Seite ist extra, hier ist eine Vertiefung hinter, weil hier der Drehanschlag von der Türe ist, sonst kann man die Tür nicht aufmachen. Ne? Ja. Ich würde sagen, Kühlschränke und Mast. Er mir jetzt hier vom Urlaub gegen Kühlschränke, Kühlschränke, Kühlschränke. Ja, guck mal. Jetzt sind wir hier wieder, Weinsberg. Das ist ja genau die Breite, was ich gestern sagte. Der passt hier haargenau rein. Das ist extra für diese Art von Kühlschränke. Ne? Wir haben jetzt hier unten den Kühlschrank, oben den Kühlschrank. Die sind jetzt am Kühlen 2 Grad, 1 Grad hat er schon. Die kühlen wir jetzt richtig runter. Die sind aber jetzt allerdings noch leer. Die sind noch ohne Last hier. Sieht man, kann man da sehen, wie hier die Kälte rausläuft. Weiß ich gar nicht, ob man das erkennen kann. Ich glaube, das kann man nicht erkennen. Ne? Und da können wir jetzt schön hingehen und... der Kunde kann die gleich befüllen, die Kühlschränke. Und ja, dann können wir die nochmal eben abgleichen. Da liegen noch Thermometer drin. Wir müssen auch jetzt Kunden noch fragen, ob mit oder ohne Gefrierfach, das weiß ich noch gar nicht. Ja, aber es gibt ein richtig tolles Gesamtbild. Ne? Also ist echt schon. Ja, die können hier auch ab. Ich muss gleich mal abmachen hier. Das ist schon wirklich richtig, richtig. Ja, der passt hier einfach rein. Ne? So, und der läuft. Die sind eiskalt. Da brauchst du keine Sorgen mehr haben über warme Getränke. Ne? Und wenn man dann hier das sieht, das ist natürlich jetzt auch viel schöner und moderner. Ne? Wenn man hier, ach guck mal, das ist noch ganz alter, das ist noch mit hier, mit normalen manuellen Zündern, nicht mehr kein Automatikkühlschrank. Ja, und das ist im Prinzip diese alte Blende, die oben war, die haben wir jetzt in schwarz gemacht, um ein einheitliches Bild zu haben. Ne? Das war ja vorher irgendwie so in der Richtung. Und jetzt haben wir das ja fertig gemacht hier mit der schwarzen Blende. Ja, und er hat im Endeffekt viel mehr Kühlvolumen und kräftiges Kühlvolumen, wie er vorher hatte. Ne? Also das ist wirklich schon, ja, das sind halt für diese, der Kühlschrank, also die Kühlschränke, wo diese drin sind, passt da perfekt rein. Ne? Genau wie der Slim da perfekt reinpasst. Für den größeren kommt auch noch immer was, sind wir ja mit Vollgas dran. Also das ist wirklich schon, ah, wenn ich jetzt sehe, so das Gesamtbild, das ist wirklich schon, also gefällt mir richtig gut hier. Ne? Das ist, wir machen jetzt die Aufkleber noch ab. Die LG hier, die brauchen wir nicht. Und da kann der Kunde direkt einpacken. Die feuern jetzt nach, der Kühlschrank. Sehr, sehr viel Nachfrage. Hier, das ist auch noch immer dabei. Eiswürfelbereiter. Anleitung. Ach, das ist Müll, das kann schon wieder weg hier. Haben wir hier auch nochmal. Genau, zwei Kühlschränke, zwei Sets. Sind auch immer dabei. Also, wie gesagt, Gesamteindruck, ich finde ihn einfach gigantisch. Sieht geil aus und richtig Kühlleistung. Ne? Also der Kunde freut sich jetzt, der Kühlschrank hat ja gar nicht mehr richtig gelaufen. Der hat die Kühlbox hinten drin, damit hat er sich jetzt beholfen von uns, die 50er, die KB50. Und jetzt hat er hier den 130er Tower in dem Moment. Und jetzt hat er hier richtig Kühlkapazität,
wo er richtig mitarbeiten kann. Ne? Solar haben wir noch erweitert dazu. Haben wir, glaube ich, vorgestern schon mal gesagt. Oder gestern. Die haben wir jetzt noch mal erweitert. Dann hat er auch richtig Bums dafür. Der braucht sich keine Sorgen mehr machen um Strom, um Kälte, Kühlfläche. Der hat genug. Also der hat wirklich Platz ohne Ende. Eiswürfel kann er auch machen. Legen wir mal alles hier hin. Ja, das war's von den 130er Tower. Und wir zeigen euch noch mehr Kühlschränke. Wir haben noch ganz, ganz viele Kühlschränke jetzt hier vor dem Urlaub gemacht. Wahnsinn, wie viele Kühlschränke da. Die Leute warten auf, weil die sagen, alle, hör mal, mit dem Absorberplör, das geht nicht, das läuft nicht. Jetzt, wir haben 30, 32 Grad, da ist der Arsch ab. Da geht einfach nichts. Hast du 13 Grad im Kühlschrank. Gibt immer mal wieder Ausnahmen, klar. Gibt auch Leute, die sind damit zufrieden, die haben gute Kühlschränke. Die sagen, mir reicht das, ich brauche keine 3 Grad im Kühlschrank, ich brauche 3 Grad, muss eiskalt sein. Wenn du Bier rausnimmst und die Cola, die muss eiskalt sein. Zu Hause habe ich auch 2 Grad stehen, gut, darfst du ja nicht mehr, fast nicht mehr laut sagen, wird ja noch verboten. Aber das ist für mich nichts, der geht weg, der Kunde sagt, Schmidt Wächter Ding, brauche ich nicht. Der hat 2 geile neue und Daumen hoch, bis zum nächsten Kühlschrank.